Wie kann ein Inferno aus Eis sein? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Ich denke, ich werde es erfahren. Das Gute ist, die roten Pikmin sind die krassesten. Was Angriffsstärke angeht. Hilft mir hier nur anscheinend gerade nicht so viel. Das ist immer so nice, wie die einfach alle letten. So, alle mitkommen. Ich dachte, die passen nicht alle auf Moss, aber doch, doch, es geht. Alles gut. Der ist jetzt nicht so schlimm. Machen wir erstmal den hier weg. Dann können wir auch hier drauf. Sehr gut. So, dann gibt es Rohmaterial. Auch sehr viel. Oh, da gibt es aber wirklich sehr viel. Nehmt den mit. Nehmt den mit. Nehmen wir auch hier die Waffel mit. Und wir nehmen den mit. Und da hätte ich doch ganz gerne noch ein paar Pikmin mehr. Ich weiß nicht, wie stark der Gegner tatsächlich ist, aber er sieht mir erstmal zu stark aus. Ich weiß auch nicht genau, was wir hier mit denen hier machen. Kann ich da einfach durchlaufen? Nein. Ich glaube, ich weiß, was man damit machen muss. Das muss ich wahrscheinlich im Feuer in Brand setzen, weil da ist so ein Kohlenstück. Ja, wir müssen erstmal den großen Käfer besiegen, den Feuerkäfer. Mal gucken. Wir sind auf jeden Fall, was unsere Pikmin angeht, so gut aufgestellt, wie es nur geht gegen den. Also gegen ihn würden ja auch jetzt zum Beispiel Lila-Pikmin nicht helfen. Der Feuerschutz für Moss ist auch wirklich, wirklich wichtig. Ne? Also der hilft mir komplett. Das ist krass. Ich dachte, wir würden einfach nur weniger Schaden nehmen, aber nein, wir nehmen gar keinen Schaden mehr. So, und das hier? So ein Feuertanzapfen. Da war etwas im Feuer. Mal überlegen, vielleicht kannst du diese Feuerkugel nutzen, um etwas in Brand zu setzen. Und wenn du noch einen Feueralter findest, kannst du ihn auch entzünden und so noch eine weitere Feuerkugel enthalten. Aber davon abgesehen, mir kommt schon der Schweiß, wenn ich dieses Ding nur sehe. Ah, okay, sehr cool. Ist wirklich sehr cool. Da müssten wir noch lang, machen wir gleich. So, einmal das hier in Brand setzen, dann kriegen wir eine zweite. Genau, einmal hier aufstufen, wer kann und braucht. So, wenn das Ding verschwindet, kriege ich ein neues. Das wollte ich wissen. Perfekt. Komm her. Falsch. So ist besser. Aber man kann es auch wieder wieder komplett anzünden. Sehr gut. Das ist schon cool. Coole Mechanik. Dann brauchen wir jetzt aber nur noch da hinten das. Da kann ich jetzt Moss nicht mitnehmen, ist aber egal. Geht auch so. Und dann ist hier eine riesige Brezel. Geil. Ich mag aber diese Salzbrezel nicht so sehr, diese Laugenbrezeln. Eigentlich mag ich nur Martins Brezeln mit den dicken Zuckerdingern. Oh, geil. Also Laugengebäck ist gar nicht so meins. Ja, hier sind wir fertig, ne? Ja. Radar ist aus. Weiter geht's. Oh, jetzt wird's hier sogar kalt drin. Okay, also das ist das Inferno aus Eis. Wer an Moss ist, ist auf jeden Fall gewärmt. Das ist eine schlechte Idee. Alles klar, weiß ich Bescheid. Ich glaube, wir brauchen erstmal Feuer. Da kann ich jetzt aber nicht her, weil
Ohne Moss geht es mir nicht gut. Hätte man jetzt hier Eispigment mitgenommen, wäre man natürlich gut aufgestellt. Da wäre sogar interessant. Aber man kriegt ja Eispigment. Zwar nicht sehr viele, aber immerhin. Man kriegt auch Felspigment. So schnell pflücken. Und bevor wir gegen den kämpfen, würde ich einfach versuchen, hier das ganze Eis zu entfernen. Einfach nur, damit das hier alles auftaut. Das war doch so, oder? So hat das doch funktioniert. Ja, vielleicht aber noch nicht. Da müssen wir gegen ihn kämpfen. Schnell aufsteigen, bevor ihr erfriert. Ich habe das jetzt so gemacht. Aus dem einfachen Grund, dass ich diese Frösche so sehr hasse und keinen Bock hatte, jetzt irgendwie Pigment an dem zu verlieren. Deswegen habe ich das so gemacht. Das klappt leider nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das müssen schon hier die Eis-Pigment machen. Da müssen die halt leider sehr, sehr lange laufen, sehr oft laufen. Das ist echt blöd. Aber die anderen haben es nicht geschafft. Ne? Die sind mittendrin eingefroren. Hm. Das dauert jetzt, aber ist egal. Lalalala. Ich hätte so gern eine Zwiebel für Eispigment. Ach, das dauert aber wirklich lange. Ich hätte einfach Eispigment mitnehmen sollen. Wenn das von Inferno aus Eis heißt, dann ist doch klar, dass ich ja Eispigment brauche. Ich kann ja auch gar nicht drauf springen. Das ist total komisch. Hier kann ich springen. Aber hier fängt das sofort an aufzuladen. Weil sonst würde ich hier hochkommen, aber naja, ist egal. So, macht schnell, macht schnell, macht schnell. Der war wirklich nicht so schlau. Wir hoffen einfach dagegen, weil das noch frei war, aber wir haben kein Eis mehr. Nice. Ich meine, der hat immer noch Eis, aber ich habe so das Gefühl, dass ich das Ding gut gegen ihn gebrauchen kann. Außerdem machen wir das mal so. Oh, den habe ich zu spät gesehen. Klar. So, es ist kein Eisgegner mehr, right? Hat zwar noch eine rote Nase, aber die sollte egal sein. Okay, also ich glaube, wir fangen mal an abzutransportieren. Ihr macht das. Ihr macht das. Das muss noch weg. Oh, und da ist sogar nochmal so ein Grill. Nennen die jetzt immer Grill. Ist noch eine Frucht, glaube ich. Sieht irgendwie künstlich aus. Sieht schon sehr künstlich aus. So, kommt ihr mal her.
Da ist mir das eingerissen. Das hier können wir mitnehmen. Das können wir mitnehmen. Und ihr mal her. Und dann versuche ich diesen komischen Gegner hier noch eben aufzutauen. Es geht auch einigermaßen. Das geht nicht sehr gut, aber ist ja egal. Ich muss keine Angst haben um meine Ice Pikmin, right? Das habe ich schon richtig verstanden. Was war das denn jetzt für eine Aktion? So. Kommt ihr her? Und machen wir das hier noch an. So, wir haben jetzt Nummer 2. Das reicht nicht ganz, um den fertig zu machen. Der heilt sich auch so ein bisschen. Mir reicht, wenn er einmal auf den Boden fällt, dann kann ich alle drauf schicken. Oder ich schicke einfach so alle drauf. Warum nicht? Okay. So, dann haben wir es aber jetzt geschafft. Das muss weggebracht werden. Die Sternfrucht muss weggebracht werden. Der Gegner muss weggebracht werden. Die Pikmin müssen gepflückt werden. Und das müsste es auch gewesen sein. Da ist noch ein Rohmaterial. Radar ist ausgegangen, also wir haben alles. Ja, dann weiter. Eine Tomate, die wir erstmal hier mit Feuer befreien müssen. Ich hätte ganz gern mehr Eis-Pikmin. 5 ist echt ein bisschen wenig. Shit. Den Schalter können wir noch nicht betätigen. Noch eingefroren. Oh shit. Shit, 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 shit. So, alles gut. Das klappt nicht. Ich bin auf jeden Fall mehr Eispigment, wie ich mir das gewünscht habe. Das wäre auch so ein Ort für Dings. Für Leuchtpigment, weil die ja gegen alles immun sind. So, und dieser Frostkuchen kann ruhig erstmal nichts machen. Der Ideal. Also da geht's weiter, müssen wir aber erst schauen. Mach du mal das und macht ihr mal das hier kaputt, bevor ihr einfriert. So, dann können wir das eben anzünden. Haben jetzt 2 von denen hier. Sehr, sehr gut. Über mir ist irgendwas. Wo ist auch ein Gegner aufgetaucht? Ah, da. Ja, ist nicht so schlimm. Das ist schon ein bisschen blöd, dass der da ist. Ist das Pikmin tot? Nee, ne? Okay. Wir erfrieren aber gleich. Moss! Nicht Moss! Wieso sage ich es immer Moss? Otschin! So. Dann machen wir mal hier diesen Eisspeicher weg. Ich kann leider immer noch nicht mich
Um. Doch, das Eis ist verschwunden. Das war nur das eine Ding. Aber das ist ja gut. Vielleicht war es noch das da, weil. Es wirkt zumindest so. Die können wir schon mal mitnehmen. Also irgendwo muss noch Eis sein. Ein Pigment wäre unnötig, hat nichts hinbekommen, egal. Ja, schöne sommerliche Orange. Die wärmt mich so ein bisschen auf. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das Eis auftauen können, indem wir... Naja, Feuer draufwerfen. Das kommt mir eigentlich nicht so richtig vor. Nein. Oder? Nee, das ist nicht die Lösung. Okay, dann nimm das mal mit. Jetzt kann er aber nicht mitkommen. Das heißt, ich muss ihn jetzt hochwerfen. Naja, gut, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Und das ist aber... Alter, das ist ein bisschen umständlich gemacht. Das ist ein bisschen komisch, weil eigentlich ist Pikmin 4 super, super benutzerfreundlich. Oder spielerfreundlich, aber das hier jetzt gerade nicht ganz so. Das bringt nichts. Ich glaube aber, dass das schon reicht, wenn wir jetzt einmal drauf schicken. Ist auch besser, wenn wir es so machen. Ich meine, der müsste tot sein. Ja. So, machen wir das kaputt. Machen wir das kaputt. Von alle meine Pikmin auf einmal, die eingefroren waren. Hilfe, Hilfe. Und da müsste jetzt auch das letzte Eisding sein. Damit ist das Eis hier weg. Und wir können abtransportieren. Und zwar alles. Wir transportieren den ab. Wir transportieren die Frucht hier ab. Diese Pampelmuse ist es, glaube ich. Das ist so der... Obstexperte. Hier ist über mir irgendwie was. Das sieht so aus, aber da kommt nichts. Also habe ich auch keine Angst. So, haben wir hier Nektar? Ja, haben wir. Nehmt euch mal, wenn ihr braucht. Sehr gut. Wir nehmen den Gegner noch mit. Ja, Schätze haben wir auch alle. Es fehlt halt nur noch der Gegner. Dieses Pikmin ist wirklich nicht sehr schlau. Ist einfach zu mir gelaufen, obwohl ich ins Wasser ging. Naja. Wir müssen noch irgendwann, bis der Gegner abtransportiert ist. Und dann geht's auf die letzte Ebene, wo wir wahrscheinlich einen Bosskampf haben. Bin mal gespannt, was es ist. Tiefste Ebene. Das sieht sehr nach einem Bosskampf aus, ja. Oh, hier muss jemand sein. Mhm, welche Überraschung. Komm, machen wir erstmal das hier auf. Dann da hinten noch. Oh, die ist aber hübsch, diese Motte. Die ist wahrscheinlich auch super tödlich, aber ich finde sie erstmal hübsch. War schon mal nicht so erfolgreich. Das ist schon besser. Oh mein Gott. Aber ja, das sollte eigentlich sehr gut machbar sein. Ah, voll hübsch.
Endlich mal eine Motte, die ich hübsch finde. Ist ja nicht so selbstverständlich. So, mal, könnt ihr sie auf den Boden bringen? Das wäre nämlich super. Ja, geht auch so. Die ist schon zur Hälfte geschwächt. Das klappt nicht immer so ganz. Ich weiß auch nicht warum. Warum? Da schon wieder nicht. Jetzt aber. So, alle drauf. Okay, da habe ich mich geirrt. Ich dachte, die wäre eigentlich aufgewärmt, aber war sie nicht. Jetzt aber. Drauf, 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 drauf. So, sie ist besiegt. Wir haben es geschafft. Dann können die Felspeople erstmal das hier kaputt machen. Das wird abtransportiert. Das wird abtransportiert. Das war es ja im Grunde auch schon. Hier ist ja nicht so viel. Und da ist auch nichts. Na gut. So, mitkommen. Kann das alle kaputt machen? Ich glaube ja. So, diesen Meißel haben wir. Mächtige Speere-Set, nice. Ein Dartpfeil, eine Gabel und ja. Dann der Meißel. Und einen Laubling in Orange. Perfekt. Ja, dann sind wir hier fertig. Können rausgehen. Und schauen, was draußen noch auf uns wartet. Wahrscheinlich nicht sehr viel. Der Tag müsste fast vorbei sein. Aber es ist ein anderer Ausgang, ne? Das war nämlich so eine Höhle. Also so eine Höhle, die ein Durchgang ist. Inferno aus Eis. Ein Laubling, gut für Uchin. Glycerum haben wir auch ein bisschen was bekommen. Ja, doch, war relativ viel. Zwei Sets abgeschlossen, das macht ja auch noch ein bisschen was aus. Ja, und komplett erforscht. Ich habe auch kein Pigment verloren. Nice. Haben auch keine dazu gewonnen. Wir haben zwar welche umgewandelt, aber das ist was anderes. Genau, jetzt sind wir nämlich weiter oben. Ich nehme die Empfehlung mit. Ich vertraue dem jetzt einfach. Er ist nämlich jetzt schon Beeilung. Schade, schade. Die Nymphe ist jetzt nicht so wichtig. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall hier einen Schalter aktiviert. Das heißt, wir kämen jetzt auch immer wieder hier hoch. Sehr gut. Ich habe Ochi verloren, aber ist egal. Schaut mal hier. Ich habe doch gesagt, ich habe eine Eiszwiebel gesehen. Das muss sie sein. Das ist keine blaue Zwiebel, das ist eine Eiszwiebel. Eine hellblaue Zwiebel? Sie scheint gefroren zu sein. Ist aber dennoch aktiv. Das ist wirklich faszinierend. Also wenn sie gefroren ist, dann machen das halt die Eispick. 30 braucht man dafür sogar, wow. Ja, aber ist mir egal. Wir haben sie, perfekt. So, Ochin, sorry, dass du runtergefallen bist. Das war keine Absicht. Und die Pigmen sind ja gleich sicher. Das ist also in Ordnung. Die Sache ist jetzt halt die, wie komme ich an die Stelle hier? Da muss ich ja eigentlich das aktivieren. Ich weiß aber gar nicht, wie. Denn, ja, das hatten wir. Wir hatten hier den Schalter, wir hatten hier den Schalter. Also der Schalter war für das, der Schalter war für das, der Schalter war für hier. Und hier, keine Ahnung, ist vielleicht unter? Ah, ja, die können wir auch das nächste Mal holen. Aber hier ist auch kein Schalter drunter. Naja, jetzt auf jeden Fall unsere vierte Zwiebel. Schon schön. Hellblau. Ja. Ab jetzt können wir Eispigmen produzieren. Die Pigmen werden ganz schön aufgeregt sein. Ich glaube auch.
Verschmelze 4 Zwiebeln. Ja, haben wir getan. Also ich bin mir nicht ganz sicher, welcher Schalter das Ding hier anmacht, damit wir hier zu dem Dandori-Duell kommen. Müssen wir noch herausfinden. Das nächste Mal werden wir aber wahrscheinlich hier in der Mitte weitermachen. Hier ist ja auch noch was, da bin ich noch nicht richtig rangekommen, aber eigentlich kommen wir sofort von da dorthin, also ist kein Problem. Jetzt müssen wir erstmal den Tag beenden. Und das machen wir so. Und haben jetzt endlich eine Vierfachzwiebel. Oh mein, ich freue mich so. Also Eis-Pikmin haben eine Zwiebel. Genauso wie auch Fels- und Flügel-Pikmin eine Zwiebel in Pikmin 3 hatten. Lila und weiße Pikmin hatten leider in Pikmin 2 keine. Ich weiß auch nicht, ob sie hier eine kriegen. Ich muss auch sagen, dieses Hellblau von den Eis-Pikmin, das passt nicht so ganz zu den anderen Farben. Weil die sind so knallig und das ist so eine, ja, fast schon Pastellfarbe. So, Abschlussbericht. Ein Laubling für einen Motivationspunkt. Glycerium haben wir einiges. Heldenhafter Roboter ist auch fertig. 135 gibt es dafür nochmal. Und Tropengenuss ist auch vervollständigt, dank der Pampelmuse und der Sternfrucht. Und natürlich die mächtigen Speere. Ja, fast 2000 Glycerium, sehr nice. Mmh. 60% haben wir jetzt, also der Tag hat sich schon ein bisschen mehr gelohnt. Und wir haben jetzt eine eisblaue Zwiebel. Sehr, sehr schön. Wir können endlich Eispigment vermehren. Ich freue mich so. Diese Hündin Moss wird in Ulimas Logbuch ziemlich oft erwähnt. Das macht mich äußerst neugierig. Vielleicht haben wir ja Glück und treffen sie irgendwo auf diesem Planeten. Hallo? Spandl, hast du nichts mitbekommen? Ach, das wäre toll. Es wäre so viel aufschlussreicher, als nur Berichte über den Hund zu hören. Ganz genau. Wenn ich Gewebeproben einer unbekannten Weltraumhundspezies hätte, die Experimente, die Möglichkeiten. Experimente? Was für Experimente denn? Ich weiß auch nicht, was er meint. Naja. Das nächste Mal geht's weiter. Mit Ulimas Rettung. Wir wissen auf jeden Fall, dass wir bei Peak 3 brauchen. Ist auch gar nicht Peak, ich bin dumm. Naja. Aber es ist auch nicht 3, sondern 4. Ich bin wirklich dumm. Leute, bye bye. Macht's gut.